Hallo, ich bin Robert. Dylan, Stones, Van Morrison, Neil Young, solche Sachen, das lief bei uns immer zu Hause und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ich fahre gerne in eine Hütte bei uns in der Eifel von einem Kumpel, so eine Holzhütte, und fahre auch mal gerne alleine hin, um einfach mal den Kopf dafür anzukriegen, sich vor allen Dingen dann halt auch mit Texten auseinanderzusetzen, weil das finde ich schwierig, wenn ich so arbeiten gehe. Ich bin jetzt Ende Mai bin ich mit der Ausbildung durch und dann möchte ich erstmal nur Musik machen. Bauzeichner lerne ich, also Zeichner vom Architekten. Architektur ist so mein Plan B. Ich lebe eigentlich vor allen Dingen, würde ich sagen, für den Sound, für das Gefühl, was die Musik da rüberbringt. Ich höre viel englische Musik. Deutsche Musik interessiert mich jetzt auch, also zum selber schreiben auch immer mehr. Aber wenn, dann finde ich das, bei deutscher Musik muss der Text natürlich super sein. Im Englischen habe ich mehr, kommt das mehr über die Musik. Natürlich, ich glaube, die besten Songs entstehen, wenn es einem nicht so gut geht. Die Liebe ist, glaube ich, 95% aller Songs geht es um Liebe, gefühlt. Wie beispielsweise eine Fernbeziehung oder jemand Neues, den man kennengelernt hat, dann schreibe ich da auch gern drüber. Ja, man gibt sich auf der Bühne doch immer ein bisschen anders, als wenn man so privat sich unterhält. Ne? Ich trinke jetzt keine drei Whisky davor oder lass nochmal ein Stoßgebet los. Oder das ist alles ganz normal. Also, es wird immer eine große Rolle spielen. Das Schönste wäre natürlich, davon leben zu können. Musik ist einfach... macht mich glücklich, und wenn ich irgendwo bin, wo ich mich unwohl fühle und ich habe eine Gitarre dabei, dann... bin ich wieder zu Hause. Oh, you will go on living on your own. You seem all alone. Oh.